Tag, ihr Vögel, und willkommen zu einer Runde ARK. Uns hat das Dino-Fieber wieder gepackt und nach etlichen Updates und langer Zeit haben wir es dann wieder angezockt und es hat verdammt süchtig gemacht. Für alle unter euch, die nicht wissen, was ARK ist, schreibt es in die Kommentare und ich mache vielleicht mal so ein kleines Tutorial-Video, was man machen kann, was für Dinos gibt, wie man die tamed, etc. pp. Ich habe mal so ein paar Sachen zusammengeschnitten von dem, was wir bisher erlebt haben. Und ihr werdet sehen, ARK kann sehr frustrierend sein. Also dann, viel Spaß. Komm. Legst du mich, du Arsch. Ach ja, wenn ihr diesen Befehl mit Punkt angreifen macht, ne, dann greifen alle Viecher an, die in Reichweite sind. Das ist nicht so gut, das jetzt hier zu machen. Okay. Ich habe gestern gesagt, da kann man so angreifen lassen. Also ich nehme mal einen Kugelblitz. Ja, könnte eine Hannelore, Lilis... Mit diesem Triceratops würde ich hier lassen. Ja, ich hab da ja so ein. Na genau, die reichen eigentlich schon, oder? Die zwei. Könnte noch den Terrorvogel mitnehmen, obwohl. Ja, nimm mit, das Drecksvieh. Und, kommt er? Ja. Ja. Mal, wie schnell der ist. Der läuft erstmal ins Haus rein. Der schlaue Vogel. Tschüss, Terrorvogel. Der Panther steht jetzt vorm Haus rum. Ja, lass den Panther da stehen. Das ist halt wichtig, weil das auch ein Werkzeug ist, um Fell abzubauen. Wenn du einen Sattel hast. Wir sollten unterwegs schon. Ach, meine Axt ist ja kaputt. So, hat einer eine Axt. Ich habe ja auch Äxte extra mitgebracht. Ja, ich habe eine Werkbank. Wenn er was dabei. Ja, ich hole mal kurz eine Axt. Auch sind wir ja zum Glück nicht so weit gekommen, ne? Weil wenn wir Feuer machen wollen mit Holz und so und du hast keine Axt, ist scheiße. Ist gerade leck oder so? Ich kann nicht pfeifen. Wer war gerade ein leck? Ah, jetzt geht's. Ich nehm schon mal die Pistole in die Hand. Leute, das Becken und so ist alles in der Werkbank. Mhm. Mit der Pistole, wie das aussieht, Alter. Ich will mir auf jeden Fall noch so ein Betäubungsgewehr machen. Das wäre ganz cool. Ja, könnt ihr schon, ne? Schon weitergehen, ich komme euch hinterher. Okay. Wenn wir jetzt so weit weg sind, könnt ihr euch Punkt drücken zum Angreifen. Nein, nee, der läuft noch. Der läuft da oben noch. Seid ihr? Ich sehe euch nicht mehr. Aha. Ich komme euch hinterher! Ey, so voll die Felsen, da bleiben die ganzen Viecher dran hängen. Ich stell mich mal hier so auf den Felsen. Der ist Level 10. Ja, ich sehe dich da unten, glaube ich, laufen. Ja, ich habe dich auch gesehen. Ein bisschen mehr rechts von dir. Boah, hilft mir wer bei dem? Jetzt geradeaus. Erstmal wollen wir jetzt nach Mammut gucken. Ja, stimmt. Mammut wird jetzt schon ein Premium. Allein zum Abbauen von Holz und allem drum dran. Bisschen mehr rechts hoch. Holz, Beeren. Ja, ich habe euch gesehen, das Steinvieh kommt noch nicht hinterher. Ihr habt ja jeden dritten Felsen hängen. Lass den irgendwie wieder stehen oder was? Keine Ahnung. Warum ist denn da Stein drin? Kein Wunder, warum er so langsam ist. Boah, ist das steil. Was er hofft, hier zu finden. Mammut. Wollen wir mal so den Stego da oben? Ja, keine Ahnung. Also ich bin eher der Meinung, die sind im Eisgebiet, aber Milch hat gesagt, er hat hier schon einen gesehen. Ja. Guck mal, das Kanu. Komm mit der Steigung nicht klar. So den Kopf jetzt anstecken. Oh. Gibst du jetzt was, ey? Nein, ich hoffe nicht. Mit den Steg oder eher erstmal angreifen. Boah, ich rutsche den ganzen Berg wieder runter, Junge. Wow. Scheiße. Weißt du, wie weit unten ich bin? Boah, Hannelore ist voll drüber gesprungen. Nee, das andere Viech, der Terrorvogel ist voll drüber geflogen. Hast du dich gesehen? Welches Level hatten wir? Ja, jetzt gar keins mehr. Sehr platt. Was ist denn mit dem... Oh Mann. Aber du kannst ihn leveln. Was macht der? Ein Strauß oder ein Kanu?
Hat er jetzt rausgekackt? Ja. Scheiße. Einmal hier bin ich jetzt im Weg. Boah, hier komme ich nicht rüber. Fuck, ich bin glaube ich festgebackt. Oh, oh, oh. Und dann müssen wir dann im Berg rumlaufen, ist irgendwie so dicht bewachsen. Das macht alles gar keinen Sinn. Ich muss mich leider durch den Stein arbeiten, ich komme hier sonst nicht durch. Nehmen wir mir jemand das Kanu ab. Mit ja, genau. Flugunterstützung. Ich bin nämlich gerade auf dem Weg nach unten, kann mir das Kanu wegnehmen hier. Ja. Bist du das? Ihr baut gar keinen Stein ab, gar hoch? Kein Metall. Ui. Okay, dann gehen wir erstmal mit Metall zurück, ne? Das kann kein Metall abbauen, ach so. Keine Ahnung. Da sagt aber YouTube was anderes. Da wollte auf so Metallfelsen draufkauen, ist nichts passiert. YouTube hat da gar keine Ahnung. So ein Scheißladen. Okay. Glaube ich bin falsch gelaufen. Ich mach mir erstmal was zu futtern. Ich baue mal Metall ab. Ja, mach dir ein Lagerfeuer, nice. Ich mach Barbecue und ich war nicht eingeladen. Na komm doch. Hallo. Alles klar. Was, wie viel Metall hier ist. Kann man ja aussplitten auf die Viecher. Hast du das Metall? Oh. Ja. Dann noch laufen können? Okay, ich bin zu voll. Ich kann schon nicht mehr laufen. Oh shit! Oh nein, ich laufe hier von einer Scheiße in die nächste rein. Was ist denn da? Ein Rex, Raptoren, Säbelzahntiger und alles hinter mir her. Zwischen uns und unserer Basis. Ja. Ich hier? Ja. Alles klar, ich bin tot. Lieber, kommst du mir ein Stückchen entgegen, damit ich dir ein bisschen Fall geben kann. Ja, wir hätten ja dem Marcel mal helfen sollen, ich... Dann Hacker. Nur ein Stück den Berg runter war ich. Ach, runter, okay. Gehen wir mal Marcel rächen. Ja, dann gehen wir Marcel rächen. Warst irgendwie... Warte, weiter nach links. Ich bin einfach geradeaus runtergelaufen. Und ich sehe gerade Hannelore. Ja, und das war ein bisschen falsch. Ach. Wo ist denn jetzt mein kleiner Mops? Ja. Hallöchen. Wo ist denn das Metall denn getan? Hab ein bisschen was auf den Boden geworfen, aber warte. Kannst du hier in dem reintun? Die eine Hälfte rein, die andere Hälfte hole ich jetzt wieder, weil die ist bloß Gold. Also am Fuße des von Bergen auf freien Ebenen sind Mammuts, aber hier ist ja alles voll mit Steinen. Er sieht ja aus wie. Keine Ahnung was. Nur Steine. Ja. Echt scheiße für unsere Mounts hier. Ja. Am besten gehen wir nochmal zurück, lassen alle stehen und machen so eine kleine Flugtour und spähen mal aus. Oh, ein Känguru. Ich bin auf jeden Fall da irgendwo gestorben. Irgendwo da müsste meine Tasche liegen. Oh, hier ist ein Känguru. Pass auf, da kommt ein Skorpion von oben, vom Berg runter. Berg runter? Ja. Ein roter. Nice. Ich? Den soll die Hannelore ruhig mal fressen. Da unten ist ein Känguru. Krass. Eine Hannelore? Oh, sorry. Da, wo ist jetzt meine Tasche? Auch schon mal gucken, aber hier, warst du schon fast unten am Fluss oder warst du weiter oben? Ich war hier so in der Höhe und dann wurde ich weggeboxt. Also, wir sind unmittelbar in der Nähe. In der Höhe, aber du bist bei uns gerade hier, oder? Ich bin über euch. Ja, hier unten irgendwo bei mir was sein. Wenn du den Fluss anguckst, noch weiter rechts. Falsch oder ist es denkbar? Ja, ich habe hier unten da am Ufer habe ich den T-Rex gesehen.
Ja, genau. Der ist jetzt auch über den Fluss rüber auf der anderen Seite. Und da sind die, die Säbelzahntiger, die mich zerhackt haben. Wurde es denn in Wasser zerhackt oder auf Felsen? Auf Felsen. Dann runtergeschaltet, hast du noch gesehen oder nicht? Und wenn es abschüssig ist, dann fällt das Zeug auch gerne runter. Das ist möglich, ja. Hier liegen Pakete, hat jemand was hingeworfen? Ah, dann wird das an den Paket. Stoffhemd. Ja, ich hab weggeschmissen. Also, okay. Oh, Säbelzahntiger! Ja, schön, hier sind überall Säbelzahntiger und jetzt? Wo bist du denn? Du sollst guck nach rechts. Ah, da hinten ist hier denn. Ah, da waren. Fuck. Ah, hier. Ja. Ha, ich hab's gefunden. Ja, komm ich wieder zurück. Coming, my friends. I'm Junge, coming. Junge. Meine Punk aus dem Stamm geworfen. Hey, warum das denn? So, damit er bei uns nicht alles plündern kann, falls er sich mal einloggt. Also spielt er lieber Skyrim. Du hast ja diese normale Flinte, ne? Ja. Gibt auch Betäubungsmunition? Oder kann man die erst... Gibt auch Betäubungsmunition dafür, ja. Kann man wahrscheinlich erst sehr, sehr viel später lernen, oder? Weiß ich gar nicht, Mann. Ja, das ist jetzt mal weg. Abhab. Oh. Immer toll, wenn man Disconnect hat, die gebrauchten Güter weg sind, aber zum Beispiel die Essensanzeige immer noch fast gegen Null geht. Können wir was rausbauen? Brauchst du Essen? So. Ne, passt okay. Noch. Was habe ich noch? Das passt. Leben reicht's. So, was haben wir jetzt hier vor Milch? Keine Ahnung. Warten auf die Leute mit ihren Internetproblemen. Braten wir Fleisch. Wo bist du denn wieder? Beim Marcel noch. Marcel, nee, liegt ja nicht mehr. Wer ist denn nicht mehr der Marcel? Wo ist er denn? Ich kämpfe gerade mit 8 verfickten kleinen Drachen. Ach. Ach, du bist wieder da. Ja, geschätzt. Könnten auch 10 sein. Du zum Leben. Wohl zum Marcel, aber keine Ahnung, wo der ist. Direkt an über eine Base. So. Über Beck, ne? Ja. Lass mal. Back to Base. Alles klar. Ich muss runter, ne? Der Vogel ist safe. Oh fuck! Was? Die ist zerlegt. Beeilt euch, die machen da alles kaputt. Alter, warum. Wieso sind die auf die sauer? Ja, keine Ahnung. Fing mit einem an und dann wurden es auf einmal 10. Die haben mir auch meinen Dino getötet damals. Ja, bei dir waren es die ganz kleinen Dinosaurier. Ich werde die ganz bestimmt nicht angreifen. Echt, die sind so krass, die Viecher. Ja, da waren 10 Stück. Also dein Zeug liegt hier schön. Müssen da angreifen. Kriegen die alles. Oder? Okay, hier ist ja nix gerade. Marcel, sein Flugvieh ist nur tot. Oh nein. Ernsthaft?
Ja, wurde gerade getötet. Ich dachte, er hat das gelesen. Ah, du bist deine Viechin, ne? Ja, da haben also die kleinen Drachen, wir nennen sie auch liebevoll die fliegenden Ratten, mein Argentavis zerpflückt. Ich war zu dem Zeitpunkt echt mega pissig und mega traurig und habe erstmal, ich glaube, 5 Minuten lang nur geschwiegen. Dann aber habe ich mich aufgerappelt, mir meine Rüstung repariert, Hagger an die Hand genommen und wir wollten dann mit der Unterstützung von Milchi 2 neue Vögel tamen. Ja. Ah, okay. Kannst du noch ändern irgendwie? Nicht, ne? Indem du stirbst und dir den neuen Namen gibst. Aber ich glaube, da fängst du wieder bei Level 0 an. Ja, da fange ich wieder bei 0 an. Michi, kannst du es über die Konsole ändern? Kannst du einen neuen Charakter machen und ich gebe dir XP. Jetzt aber sterben. Egal, komm, gehen wir erstmal hoch. Nee, gehen wir erstmal hoch. Heiße Bob einfach. Das Gute ist, meistens hast du echt 2 Stück auf einen Hauch, das heißt, wir können echt 2 Themen. Ja. Lass uns dann nur drum prügeln, wer welches Level kriegt. Du kannst gerne das höhere Level haben. Ist egal. Jetzt mal einen Flugmount. Ist da links am Wasser, da waren ja bestimmt 4 Stück oder so. Aber da läuft auch viel anderes Gesocks rum, das ist das Problem. Weißt du? Da vor uns, 5 Stück. 6 Stück. Ja, so viel will ich gar nicht haben. Die kämpfen oh, miteinander. Spooky, links neben dir, Spooky. Oh, jo. Hat's erledigt. Nee, doch nicht. Nein. Doch Milch hat dich getroffen. Ja, ich hab daneben geschossen. Alter, mit was kämpfen die da hinten? Ich hab keine Ahnung. Gegeneinander vielleicht sogar? Vielleicht bleiben eins kommt auf uns zu? Vielleicht bleiben 2 übrig. Aber weißt du, wie schwer die dann zu tamen sind, wenn die angeschlagen sind? Ach, das geht schon. Hängen auch zu sehr ineinander, um das Level zu sehen. Ja, das kannst du, glaube ich, jetzt knicken da. Weiter oben kämpft eins gegen den Stego. 3 Stego sogar. Mhm. Ja, die splitten sich. Was? Also 2 fliegen da jetzt aktuell rum. Ist noch einer auf dem Boden? Ja. Nee, ist egal. Level 10 ist einer. Level 10 ist doch und schon. Level okay. 3. Hier vorne ist noch einer. Da sind 3, also 3 Stück sehe ich. Level 2, 3 und 10. 2, 3 und 10, ja gut. Mein Gott. Die Hauptsache, dass wir fliegen können, ne? Ja. Du hast gehofft, Level 20? Guck mal, der ist gerade auf dem Boden. Seid ihr bereit zu schießen? Nee. Ja. Ja, Marcel. Ey. Jetzt. Bereit? Ja. Und ja. Feuer. Getroffen. Er ist down. Der andere? Ich stopp, ich. Stopp, hört auf zu schießen. Ja, oh, jetzt ja, hab ja. Ich einen von euch getroffen. Aber der sitzt noch nicht am Boden. Wow. Ja. Oh. Rubberbanding. Oh, jetzt ist er am Boden. Oh, der ist tot. Wow, Mechi, hier ist so ein Ankylo, bist du in Level 10? Ja. Bist du in Level 10? 3, 2, 1. Ja. Welcher ist denn das? Der schwarze hier? Aua, ich werd angegriffen. Oh ja. Boah, das ist 25. Nice. Da will ich den 10er. Mich nicht raus. Pass auf, das Ankylo ist auch. Doch, Hako. Ja. Und nicht auf uns, oder? Nee. Okay. Haut ab. Ja, wenn er schlau ist. Müssen ihn nur noch einmal treffen, dann fällt dir. Ah, fuck, der fliegt da ganz den Berg hoch. Geht wieder um. Ist unten. Ich hab ihn hier. Ja. Wo ist denn dir? Dann geh ich wieder zurück zum anderen. Wow, der hat ganz wenig HP nur noch. Geh ich wieder zurück zum anderen?
Alles klar. Ich hab bei dem anderen schon mal Fleisch reingetan. Ah, super, danke. Aber ist es dann nicht deins, wenn du ihm da Fleisch reintust? Nein. Halt ist er. Ist denn das mit dem Salmon in der Gruppe? Wer bekommt ihn dann? Kann auch jeder mitfliegen. Da gibt's keinen Besitzer, der gehört dann der Gruppe. Im Tribe. Ah, okay. Wenn du jetzt irgendwie sagst, ich möchte nicht, dass er jemand fliegt, dann kannst du sagen, ist meiner fertig aus. Dann geht auch keiner dran. Nö, um das geht's mir gar nicht. Nee, ich sag nur. Voll am Frieren, was los? Da unten ist auch noch ein Stego. Hier sind genug Stegos. Siehst du mich? Ja. Ja, da geradeaus ist der Stego. Ja, du Dicker. Ja, jetzt hängt der fest, oder was? Und da fährt man noch munter rum. Wow. Juhu, drauf! Spitzhacke oder Axt? Spitzhacke. So, Prime mit rauskriegen, wenn du Glück hast. Hab ich nicht. Du? Ja. Wo ist noch einer? Da unten war noch einer. Ah, ich sehe. Minus 7 Grad ist gerade. Trotz Feuer. Ja, du kriegst auch Schaden. Ja, die Temperatur verändert sich nicht. Nur wenn unten links das Zeichen weggeht, dann ist es gut. Ich habe ziemlich gerade Schaden. Ich auch. Wow. Gib mir Primate, gib mir. Und? Nichts. Ja. Nichts? Frechheit. Ja, ich muss zum Feuer, also ich verliere voll die Lebenspunkte. Auch. Ich bin schon. Ja, ich bin. Wir müssen euch mit der Fackel ans Feuer stellen, sonst bringt das nichts. Ich bin noch eine Standfackel dahin gemacht, aber ich komme gar nicht mit dem Stein hier drüber. Ich wollte auch eine bauen, beziehungsweise habe eine gebaut, konnte die aber. Fake da, ne? Habe ich gerade versucht hinzustellen, eine. Ja, ja. Ich sammle hier unendlich viele Steine auf, so in der Karte. Guck mal, jetzt hat er 2151. Müsste er gleich automatisch fressen und dann müsste der Zähnbalken hochgehen. Essen hat er. Zähnbalken geht hoch, ja. Mal ein bisschen Nahrung rein wieder. Schaut's mit unserer Nahrung hier aus? Wir müssen mal öffnen. Jo, braucht jemand Fleisch? Ja, ich. Mal ein bisschen was raus. Ich bringe Marcel noch was hoch. Dem Versorger und Transporteur. Wie habe ich immer schön, so schön zu dir gesagt? Butter ohne Brust, ne? Ja. Butter ohne Brust. Oh, ey, geht rapide nach unten, ob ich am Wasser stehe, am Feuer stehe oder nicht. Rohstein und Holz brauche ich noch. Wow, ich sterb gleich. Scheiße. Ess was. Hier, warte. Fallen lassen. Ja, genau. Alles klar. Ah, es fängt an zu regnen, korrekt. Was ist denn daran korrekt? Das ist ja noch schlimmer. Schnell ans Feuer stellen. Oh, nochmal kacken. Ja. Hier noch deine Fackel. Falls du eine hast. Ich hab Fackel an. Die ganze Zeit schon. Ja, ich bin jetzt wieder halb voll. Plus 12 Level wären mega krass. Ah, herstellbar. Ey, ich brauch mehr Fleisch als das Vieh, Junge. Ohne Scheiß. Packe besser was ins Feuer. Ich bin schon wieder unter der Hälfte. Ich hab nur noch 4 Fleisch. Wie viel Grad haben wir? Minus 14 Grad, Junge! Ja, deswegen habe ich jetzt nochmal zwei Standfackeln gebaut, die ich jetzt nochmal um mich rum aufstelle. Ich gehe mal runter, Zeiger. Ich versuche mich mal aufzuwärmen. Dann sterbe ich. Ja. Auch und runter. Ah, ist das kalt. Ich kann dir keine Fackeln aufstellen. Was soll denn der Scheiß? Oh, es geht. Sauber. Ja, vor allem Helga. Jetzt wieder nicht. Jetzt wieder nicht. Jetzt wieder. Ja, ja. Aber ich kann dir keine Fackeln aufstellen. Was soll denn der Scheiß? Jo, eine konnte ich. Scheiße. Na,
schön hier am Lagerfeuer sitzen. Er baut hier mal eben was hin. Was wird das? Eine Abschussrampe? Eigentlich eher ein Same. Bamen. So. Ah, man heißer. Was brauche ich jetzt noch? Da habe ich viele Steine dabei. Schon viel Wärme hier drin. Wunderbar. 3 Grad. Und hier draußen haben wir. Die Temperatur ist immer gleich. Achso, okay. Schade. Du musst halt auf das Symbol unten links achten. Ja, ja. Das ist gerade verschwunden, als ich reingegangen bin. Ach nee, da hinten riecht. Olga. Olga, ist das ein Weibchen? Eigentlich? Ja, ist ein Weibchen. Ich guck mal, was gegen ich Olga. Eigentlich wollte ich. Ich hab ein Männchen, Olaf, Alter. Ey. Wir können die paaren lassen. Ey, dein Viech geht nicht über meins rüber. Was? Warum das denn nicht? Boah, es gibt zwei Babypinguine, gell? Und wenn du die erschlägst mit dem Knüppel, ja, dann kaputt hauen und ausnehmen, dann kriegst du ganz viel so Polymerzeugs. Wenn du die Babys mit dem Knüppel totschlägst. Ja, genau, aber es geht nur mit dem Holzknüppel, geht's am besten, weil er geht am meisten raus. Also, es ist schon sehr, sehr realitätsnah hier beim Spiel. Oh, ich hätte nicht sagen sollen, oder? Nee. Du gibst mir gerade eine Anleitung, wie ich Pinguin-Babys totschlage. Ich weiß nicht, ob das so gut ist. Das kannst du in Alaska genauso machen. Du musst ab und an mal den Knüppel Richtung Greenpeace halten. Ja, alles klar. Jawohl. Da haben wir es doch geschafft. Ha. So, wie nehmen wir den denn jetzt? Ja, ich würde sagen, machen wir das Spielchen. Ihr sucht aus. Schreibt in die Kommentare, wie soll mein Vogel heißen. Und ich benenne ihn dann dementsprechend. Ich nenne ihn jetzt erstmal Flying Quija. Und wenn ich einen coolen Namen sehe in den Kommentaren, dann werde ich den nochmal umbenennen. So, das ist er also, der Kollege Schnürschuh. So, dann hat es wohl doch noch geklappt. Ich habe wieder einen Vogel. Alles ist gut. Wie ich vorhin schon im Video sagte, ihr könnt aussuchen, wie mein Vogel heißen soll. Schreibt einfach mal ein paar Namen unten in die Kommentare rein und ich werde mir dann den besten aussuchen. Wenn ihr mehr Bock auf Ark habt, dann lasst mal einen Daumen nach oben da und dann werden wir bestimmt noch mehr aufnehmen. Bis dahin sind wir raus und sagen, bis dann, ihr Vögel. Haut rein.